Hey Clasher, wir haben das Finale der Snapdragon Pro Series und das bedeutet, wir haben das erste Rados 16 großes Turnier, wo wir jetzt im Finale um $3000 Preisgeld für den ersten Platz spielen. Und das heißt, wir haben Inquisition gegen Tribe Gaming. Zwei Teams mit sehr, sehr vieler deutscher Beteiligung. Was natürlich für uns als Community extrem geil ist, dass die Jungs so weit oben vertreten sind. Wir hatten jetzt gerade das Halbfinale, also im unteren Final oder im unteren Turnierbaum hatten wir gerade das Finale mit einem Ergebnis von Inquisition gegen ETX Titans mit einem 13:11. Das heißt, nicht so ein hohes Ergebnis. Jetzt bin ich allerdings gespannt, wie Inquisition sich gegen Tribe Gaming schlägt, denn die hatten bisher fast nur 15 und 14 Sterne. Das heißt, Inquisition muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauflegen. Am Anfang bereits jetzt kann ich euch sagen, wir werden sehr viele Rückrufzauber sehen, denn der Zauber scheint bei den Profis bisher das Nonplusultra zu sein. Die Verteidigungen sind schlechter und dadurch braucht man weniger Wutzauber und dadurch, ganz einfach, ist es am Ende natürlich so, dass man den Rückrufzauber gut dabei haben kann. Wir sehen jetzt hier einen wunderbaren Titanen-Smash mit der Rage Aura. Inquisition bzw. speziell Simon hier ist für seine ganzen Smash-Angriffe bekannt und ich denke, genau deswegen hat er bereits seine Rage Aura geupgradet. Falls ihr wissen wollt, was und wann für Equipments ihr jeweils upgraden solltet, könnt ihr euch gerne meinen Upgrade-Guide dort anschauen. Denn vor allem für Smash-Angriffe, für Super Bowler oder auch hier die Titanen, ist diese Rage-Aura absolut Gold wert. Für uns, zurück zum Angriff, der geht nämlich jetzt Richtung Zentrum, währenddessen der Flinger hier unten einiges rausbekommen hat, wie zum Beispiel den Adler. Das heißt, was die aktuell viele machen, sind einmal kurz für Minenwerfer, X-Bögen oder ähnlichem, die vor dem Flinger rauszubekommen und dann den Flinger alles an Arbeit machen zu lassen. Währenddessen im Zentrum hier eine geile Wächterfähigkeit uns gerade anschauen können. König sehen wir oben, der hier ein bisschen an Probleme haben ist, aber Gladiatoren ist jetzt mit dabei. Mit dem Fuchs. Und das ist normalerweise hinten raus ein absolutes Powerhouse. Die Königin nimmt noch die nächsten paar Verteidigungen raus. Gladiatorenfähigkeit. Und Leute, das sieht auch hier gut und gerne nach den ersten drei Sternen aus für Inquisition. Ein unfassbarer Hammerangriff von den Jungs hier. Und damit die erste Base von Tribe Gaming bereits gefailt. Oder, also, die erste Base hat gefailt zu verteidigen. Fun Fact, im letzten Match für Tribe Gaming hat diese Base auf einen Stern verteidigt. Von daher, dieses Mal hat es nicht funktioniert. Wie wird sie Inquisition weiter schlagen? Und vor allem, wie sieht die Antwort jetzt von Tribe Gaming aus? Nebrax ist drin für Tribe Gaming. Können auch sie direkt drei Sterne holen. Und es wird hier auch wieder ein Rückrufzauberangriff. Wie bereits gesagt, basierend auf der Erfahrung des bisherigen Turnierverlaufs, kann ich euch so sagen, das werden wir häufiger sehen, in unterschiedlichsten Formen, dass der Rückrufzauber den Profis irgendwie durch dieses Update an Beliebtheit unfassbar dazu gewonnen hat. Der Grund, falls ihr euch dazu jetzt irgendwie fragen solltet, was genau ist der Grund der Netze dazu? Der Grund dafür ist an sich ganz einfach. Verteidigung, wie gesagt, wurden schlechter. Das heißt, man braucht weniger Wutzauber, um die Königin beim Queen Charge am Leben zu halten. Und das heißt, man hat Zauber übrig. Und die werden natürlich kreativ eingesetzt. Und das hier zum Beispiel eben mit diesem Rückrufzauber. Superdrachen sollen es jetzt hier sein anscheinend. Möchte hier durch die komplette Base durch mit dem Zeppelin. Ich bin gespannt, weil dort sind gleich zwei Luftfeger, die in seine Richtung zeigen. Da bin ich jetzt doch mal gespannt. Die natürlich, die Bereiche, wo keine Verteidigungen sind, sorgen dafür gut und gerne, dass die Superdrachen eben nur im Zentrum bleiben können, was gut für den Angreifer ist, währenddessen die Königin hier oben sich gegen die gegnerische Königin ein kleines Faustduell gönnt. Superdrachen gehen weiter durchs Zentrum, aber das Rathaus, das ist noch fern. Der Zeppelin allerdings, den hat er noch in der Hinterhand, genauso wie die Gladiatorin mit dem Fuchs. Kann das jetzt aber insgesamt funktionieren? Das ist die Frage gegen Doppel-Luftfeger. Die Superdrachen sind hier weiter am Start. Aber wichtig jetzt gleich wird auf jeden Fall sein, dass die Königin Richtung Rathaus mitgeht. Aber nein, sie geht hier auf die Mauer. Das ist ärgerlich für ihn. Königin-Fähigkeit wird genutzt. Wir denken dran, er hat zwar noch einen Wutzauber. Aber dennoch muss er hier auf jeden Fall aufpassen. Raketenballons sind mit dabei. Und jetzt kommt der Zeppelin. Riskanter Winkel. Das wäre vielleicht auch ein Zeppelin-Winkel für Superbogenschützen-Zeppeline oder sowas. Aber bisher sind keine schwarzen Minen da, keine schwarzen Minen da. Bleibt es dabei, Wutzauber ist am Start. Tornadofalle, oh Leute, Tornadofalle ist auch dabei. Aber ich glaube, die Yetis sollten dazu in der Lage sein, hier das Rathaus sich zu gönnen. Und genau so ist es, das Rathaus fällt, der Single fällt. Und damit fällt wahrscheinlich auch die Hoffnung. Moment, halt, stopp.
Sind im Ernst die Heiler oben bei den Bogenschützen geblieben? Ich kann mir, glaube ich, gerade vorstellen, was bei Nilbrax auf Voice losgeht. Wenn dort irgendwelche Beleidigungen vorhanden sind, muss ich ehrlicherweise gestehen, könnte ich vollkommen verstehen, die Heiler wieder vom Praktikanten programmiert. Aber Leute, am Ende dennoch die 3 Sterne hier für ihn. Sehr, sehr starker Angriff. Komplett mit der Ruhe das Ganze durchgespielt. Und damit zieht Tribe Gaming gleich beide Teams mit 3 Sternen. Und das kann auch ein geiles Finale werden. Ein Stein ist drin für die Inquisition-Jungs und hier haben wir einen weiteren Queen-Charge-Lalo gegen eine Ringbase. Wie genau wird das klappen? Da bin ich jetzt besonders gespannt drauf. Wie genau klappt das jetzt hier mit Doppel-Vutum? Es scheint so, als wenn wir an sich die Vutum-Verschlechterung gar nicht hatten, denn die haben wir weiterhin hier auf jeden Fall am Start. Von daher, was genau wird es sein? Flinger auch hier unten und was ist der nächste Schritt? Königin? Auf der linken Seite, Mauerbrecher direkt mit dazu. Und läuft die Königin jetzt richtig? Sollte doch eigentlich in die richtige Richtung laufen, nicht wahr? Fragezeichen, Fragezeichen. Und die Antwort lautet, jawollo. Königin geht Richtung X-Bogen, genau da, wo sie hin soll. Aber er muss sich jetzt irgendwas gleich überlegen für den Minenwerfer hier. Denn, wir wissen, Minenwerfer hat eine größere Reichweite als hier die Belagungsmaschine. Das heißt, Yeti hat er nicht mit dabei. Bogenschützen? Nein. Es wird der Riese, den er hier platziert. Jedenfalls noch 1, 2 Bogenschützen, um ihn abzudenken. Genauso ist es. Bogenschütze kommt noch mit dazu. Barbar kommt mit dazu. Das heißt, er muss hier nach und nach mehr und mehr Truppen nachsetzen, damit die Schüsse abgelenkt werden von dem Minenwerfer, währenddessen er gleichzeitig auf seine Königin acht. Also hier aktuell sehr, sehr starkes Multitasking von Einstein. Einer der besten Queen Charge Angreifer auf jeden Fall hier in Deutschland. Und jetzt geht's weiter. Mauerbrecher Richtung Zentrum. Der Mauerbrecher sitzt, der erste, der zweite eher so semi. Und jetzt müssen wir hoffen, dass hier die Königin auf jeden Fall Richtung Zentrum und nicht in die falsche Richtung hier geht. Wie wird das ablaufen? Oben der König läuft einmal die komplette äußere Flanke ab. Königin muss Richtung Zentrum, die soll das Rados bekommen. Er hat ab jetzt aber schon noch einen Wutzauber. Und die X-Bögen sind bereits jetzt schon nervig und der Wutturm oben ist noch nicht mal losgegangen. Jetzt geht es aber hier unten gleich los und das ist nämlich der Lalo. Königin macht sich hier weiter auf den Weg. Luftwege hart nervig, aber nächster X-Bogen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hat er keine Wutzauber mehr. Wächterfähigkeit geht hier auch los. Und der Multi hier unten, der muss auch weg. Der Flinger versucht hier sein Bestes. Königin mit der Fähigkeit. Und das wird auf jeden Fall jetzt ein heißer Tanz durch den hinteren Bereich. Streukatapult ist auf einigen Ballons. Königin auf dem Streukatapult. Streukatapult überall. Streukatapult wird fallen oder auch nicht. Königin dreht sich die ganze Zeit hin und her und nimmt Ballon nach Ballon weg. Und diese Königin könnte jetzt hier der komplette MVP für die Verteidigung sein. Die Königin überlebt sie. Die Königin in der Offensive überlebt. In der Defensive hat sie sehr lange überlebt auch. Aber die Gladiatorin mit ihrer Fähigkeit sollte doch eigentlich hier am Ende reichen, um die nächsten 3 Sterne hier rauf zu beschwören. Inquisition lässt sich nicht lumpen. Die sind direkt mit oben dran. Tribe Gaming mit der nächsten Verteidigung, die allerdings mit 3 Sternen hier nicht durchgeht. Tribe Gaming als nächstes. Und Leute, bis jetzt ist ein heftiger Schlagabtausch. Exorzist ist drinnen und Tribe Gaming will das Ganze natürlich jetzt hier auch nachholen mit ihren 3 Sternen. Und es wird hier anscheinend ein Queen Charge Superbarbaren Angriff. Die Superbarbaren sollten natürlich laut den Pros sehr, sehr stark sein nach dem Update. Wie stark sind sie allerdings? Genau, das ist jetzt die Frage. Der Yeti Zeppelin schon mal unfassbar viel bekommen. Schaut euch das an. Die komplette Flanke ist hier herausgenommen. Und jetzt möchte er mit der Königin noch zum Rathaus, was bisher noch nicht aktiviert wurde, was sehr, sehr stark von ihm gemacht wurde. Testballon fliegt vorne weg. Kann er schwarze Minen finden? Jawohl, die erste schwarze Mine ist da. Symmetrie ist auf der linken Seite auch was. Das ist jetzt die Frage. Wo fliegt jetzt hier der Ballon hin? Der fliegt wunderbar vor den Heilern. Und hier ist bisher nichts weiter. Wutzauber sorgt dafür, dass seine Heiler und auch seine Königin hier weiterhin guter Dinge sind. Und es geht hier Richtung X-Bogen. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Plan hier? König läuft weiter vorne weg mit dem Wächter zusammen. Wir denken dabei dran, ein großer Pluspunkt der Superbarbaren ist der Fakt, dass sie keine Zauber brauchen und auch keine Wächterfähigkeit. Deswegen kann man hier König und Wächter gut zusammen kombinieren. Jetzt haben wir hier die Königin, die erstmal Richtung Lager geht, unsichtbar gemacht wird und dann Richtung Zentrum sich weiter aufmachen soll. Aber klappt das so, wie er sich das gedacht hat? König wird jetzt hier reingebrochen, Königin geht weiter Richtung Zentrum. Tornadofalle ist da, damit wird sie vom Monolith wegrotiert.
Und König geht jetzt in Richtung Zentrum weiter durch. Wächterfähigkeit ist am Start. Der X-Bogen muss fallen. Gladiatoren wurde mit der Fähigkeit mit erwischt und wird Richtung Zentrum weitergehen, währenddessen die Königin auf der anderen Seite weitergeht. Also hier passiert wieder überall etwas. Die Superbahn oben gleichzeitig auch noch. Also Multitasking hier von Exorcist auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Königin-Fähigkeit gegen gegnerische Gladiatoren. Der Wutzauber wurde ja bereits oben genutzt. Das heißt, er hat keine Fähigkeit oder keinen Wutzauber mehr für die Königin. Superbahn über den Rest des Dorfes verteilt. Und da, meine Freunde, haben wir die nächsten drei Sterne in Rekordzeit. Noch 50 Sekunden hier am Ende übrig für Exorcist. Das letzte Lager gefällt. Und Tribe Gaming macht weiter mit auch drei Sternen. 6:6. Inquisition ist drin mit den Wurzelkriegerinnen. Und das heißt, mit einem Queen Charge kombiniert. Was sehen wir hier sonst gleich noch? Sneaky Goblins sind mit dabei. 8 Ballons. Schon fast ein halber Lalo am Start. Und ein Unsichtbarkeitsturm hinterm Rathaus. Sehr interessant. Multi-Infernturm sehr weit außen. Okay, okay. Sieht hier schon mal gut aus. Und ich bin echt so gespannt, ob wir nach und nach so ein bisschen Änderungen auf jeden Fall erkennen können. Das hier ist das erste Turnier für Rathaus 16. Das erste richtig große. Und ich denke, dass auf jeden Fall nach und nach sich Sachen herauskristallisieren werden, wie was ist das beste Begleitertier auf der Königin zum Beispiel. Weil ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr häufig einfach das Einhorn zu früh rausgeht, als dass es wirklich viel bringt. Man könnte stattdessen zum Beispiel Frosty mitnehmen, würde zumindest ein bisschen helfen, Schaden dazu hinzufügen, gleichzeitig Verteidigung slowen, vielleicht auch gegnerische Helden. Von daher bin ich sehr gespannt, ob sich da noch nach und nach etwas ändern wird. Zumindest aktuell scheint sich da alles etwas wie Rathaus 15 mäßig festgefahren zu haben. Aber zumindest eine Sache hat sich bei vielen inzwischen durchgesetzt und das ist die Kombination bei den Wurzelkriegerinnen mit Digi auf dem Wächter und auf der Gladiatorin den Fuchs. Sehr, sehr starke Kombination, die ich selber auf jeden Fall so auch genutzt habe und schon vielen gezeigt habe und ich wärmstens nur allen Leuten ans Herz legen kann. Aber wie genau geht's weiter? Unsichtbarkeitssau, perfekt getimed. Und damit bleibt das Einhorn kurzzeitig zumindest noch am Leben. Raketenballons und Superlakaien sind hier wieder am Start. Und wie genau geht es jetzt weiter? Das ist jetzt hier die große Frage. Wir haben die Königin. Wie genau geht das jetzt hier dann weiter? Nächster Wutzauber. Das ist sehr, sehr... Okay, das war sehr, sehr früh. Der Wutzauber hätte, glaube ich, noch ein bisschen länger verzögern können. Währenddessen der Wächter hier oben Richtung Streukatapult reingedrückt wird. Und Königin muss jetzt hier auf jeden Fall gegen viel Schaden antreten. König, läuft hier oben rein, stellt euch jetzt diesen König vor mit der neuen epischen Ausrüstung. Für alle, die sich wundern, warum genau wird hier nichts genutzt, ganz einfach, dies hier findet gerade am Sonntag statt, das heißt einen Tag bevor das Event startet und das heißt am Ende des Tages, es gibt noch nicht diese epische Fähigkeit des Königs. Ich kann euch so sagen, die hätte sonst jeder dieser Profis auf jeden Fall genutzt. Zu 110%. Aber machen wir weiter mit den Riders von oben, mit den Wurzelkriegerinnen. Wir haben hier die Siege-Baracke für die Königin. Sehr, sehr geile Idee, denn dadurch kommt sie hier noch weiter ins Dorf rein. Und Leute, der Angriff sieht so unfassbar bockstark aus. Heide allerdings sind jetzt hier draufgegangen. Aber mit 40 Sekunden habe ich das Gefühl, dass nur noch die Zeit ihm am Ende einen Strich durch die Rechnung machen kann. Überall sind Magier. Reicht das, ist die Frage. Königin nimmt die Gladiatoren raus. Die Rider gehen hier überall durch. Rollstuhl hat ihre eigene Fähigkeit noch. Und wenn er das gut timet, kann das doch reichen, nicht wahr? Gladiatorenfähigkeit ist da. Magier kann auch gesetzt werden, wo immer er möchte. Und damit sind das drei oder nicht. Sneaky Goblin ist hier Gold wert gerade. Gladiatoren geht nach unten. Magier wurde gesetzt. Und meine Freunde, wir sehen gerade den nächsten Drei-Sterne-Angriff. Es ist ein Schlagabtausch ohne Gleichen. Und Tribe, die sind wieder als nächstes dran. Und ich bin super gespannt. Nächster Angriff startet für Tribe. Und die Frage ist, wie lange können beide Teams weiterhin mit drei Sternen um sich schleudern. Natürlich ist das immer super witzig zu sehen, wie natürlich dann auch gleich, ich kann mir schon vorstellen, was in den Kommentaren abgeht, im Sinne von, oh mein Gott, wir haben es dir gesagt, Itzu, das Spiel ist viel zu einfach auf Rathaus 16. Wie bereits gesagt, als Fun Fact, wir hatten gerade erst das Halbfinal-Match, also vor diesem Match, wo am Ende Inquisition sich 13:11 durchgesetzt hat. Was für mich nicht wirklich viel zu einfach am Ende spricht. Deswegen ist es immer ganz lustig, je nachdem, welches Match man hier heranzieht, kann man natürlich am Ende mal sagen, zu einfach, nicht zu einfach, wie auch immer. Aktuell muss ich sagen, vielfalttechnisch, strategientechnisch, macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock zuzuschauen bei den Profis und zu sehen, wie sie all diese neuen geilen Features, die wir jetzt mit dem Update bekommen haben, nutzen und was wir natürlich daraus am Ende auch lernen können. Bei Jojo sehen wir jetzt hier gerade einen wunderschönen Queen Charge Lado, der auf jeden Fall bei den Profis wieder sehr
an Zuneigung mit da vorhanden ist, beziehungsweise dass der an Zuneigung gewonnen hat. Denn der war ja auf der Raterstufe 15 eher so semi-erfolgreich. Mit dem neuen Ballon-Level auf jeden Fall ganz oben wieder mit dabei. Wir sehen jetzt hier jede Menge Mauerbrecher, die überall hier mit dazugespielt werden. Der nächste Mauerbrecher, wo geht der hin? Okay, okay, die Königin gerade so in der Fähigkeit gerettet worden. Das war nochmal eine knappe Kiste. Aber was macht die Königin als nächstes? Oh no, die Heiler werden anvisiert. Er macht... Ich glaube, er panikt gerade komplett. Er hat die Klammerung unsichtbar gemacht. Moment. Ich glaube, das war gerade 900 Millionen, 1000 Trillionen IQ. Er hat die Klammerung unsichtbar gemacht, damit seine Königin nicht gegen die Mauer geht. Weil dann kann er... Die Königin kann dadurch die Gebäude nicht anvisieren und dadurch ist sie nach unten rumgelaufen zum Rathaus. Genial, super genial von Jojo. Und jetzt haben wir den Lalo, der oben startet. Multitasking-technisch natürlich jetzt auf dem höchsten Level. Denn er muss unten seine Heiler und Co. beschützen, die gerade, wo ich sage, auf jeden Fall draufgehen. Aber gleichzeitig haben wir jetzt hier auch den Lava-Loon-Part, der hier oben startet, mit der Gladiatorin zusammen. Ja, Diggi und die Eule hier am Start. Also nicht den Fuchs, was ich interessant finde. Wie gesagt, Fuchs ist für mich einfach... Es gibt nichts Besseres auf der Gladiatorin, meiner Meinung nach. Entweder hat sie vielleicht gerade am Upgraden oder sieht das Ganze anders. Und jetzt geht es darum, hier hinten raus alles nochmal zu retten. Weitere Ballons werden dazugesetzt. Der Inferno-Turm wird komplett überflogen. Und mit den ganzen Ballons sollte die letzte Luftabwehr auch kein Problem sein. Und das heißt, wenn die Zeit reicht, sind das die nächsten Sterne für Tribe Gaming. 3 Sterne für Tribe, 3 Sterne für Jojo. Wenn die Zeit hier am Ende reicht, 25 Sekunden. Und da die Minions überall sind, sollten das in der Tat 3 Sterne sein. Und sehr, sehr geil. Ein richtig geiles Match bisher. 9:9. Wieder auf der Kante des Sitzes ist man gerade hier zwischen diesen beiden Teams. Und Inquisition ist als nächstes dran. Und wer ist das erste Team, was hier mit 2 Sternen nach Hause geht? Mibot. Und der muss gegen jetzt hier auf jeden Fall eine der größten Ringbases jemals ran anscheinend. Und zwar geht es hier mit den Super Bowlern diese Dörfchen an den Kragen. Was genau wird der Ansatz sein? Wächterwalk erstmal anscheinend mit dem Frosty zusammen. Einhorn auf der Königin, also hier relativ standardmäßig. Und der König dann ganz normal mit dem Phönix am Start. Okay, soweit schon mal sieht das Ganze gar nicht verkehrt aus. Allerdings müssen wir dran denken, das Lager müsste am besten weg, das Goldlager. Aber hier sind einige Fallen. Der Tesla gerade so aufgeploppt hier auf der linken Seite. Minion arbeitet oben schon mal schön mit. Aber der Wächter sollte am besten auch das Goldlager bekommen. Wird jetzt mit dem Wutzauber versehen. Und oh no, die Heiler sind nicht drin. Unsichtbarkeitszauber ist da. Und gerade so rettet er sich hier in die Überzeit. Oder in die, wie heißt es, in die Nachholzeit, Gedöns, wie auch immer. Boden-X-Bogen ist drauf. Gegebenenfalls Frosten, genau das tut er jetzt auch. Und der Wächter muss am Leben bleiben. Das geht weiter Richtung Zentrum. Wo genau? Und was genau kommt als nächstes? Mauerbrecher? Genauso ist es. Mauerbrecher ins Zentrum. 3 Eisgolems kommen ihm hier entgegen. Schwarze Bienen werden ausgelöst durch die Ballons. Yeti und Titanen kommen nochmal hinterher, um hier im Zentrum zu unterstützen. Bowler gehen weiter durch. Der Wuteffekt in der Verteidigung ist da. Ist abgeschwächt, aber ist da auf jeden Fall. Wächterfähigkeit jetzt früh benutzt. Zentrum sieht bisher gut aus für den Angreifer. Rathaus fällt. Bowler bisher nicht auf der Rathausbombe drauf. Und jetzt müssen die Bowler Steinchen hier auf jeden Fall regeln. Tornadofalle ist da, rotiert vieles raus. Wächter fällt, der Frost kommt zu spät. Gladiatorin unten mit dazu, der Flinger auf der linken Seite immer noch mit dabei. Der König in der Verteidigung jetzt kann viel regeln und scheucht die Kanone an oben. Die neue Kanone macht einfach so viel Schaden. Titanen fällt, jetzt haben wir hier den Frost. Titanen gefallen, Bowler gefallen und der König hält einfach nur so lange auf. Jetzt mit der Königin Fähigkeit reicht das am Ende. Gladiatorin hat auch noch ihre Fähigkeit und mit 2 weiteren Frostzaubern sollte das, meine Freunde, absolut gar kein Problem sein für ihn. Und Mibot mit den nächsten 3 Sternen. Dieses Match im kompletten Kontrast zu dem, was wir gerade gesehen haben. Super, super offensivlastig und es sind einfach so viele unterschiedliche Strategien. Richtig geil. Jetzt haben wir noch Bowler gesehen. Wir haben bereits die Wurzelkriegerin gesehen, Lalo gesehen. Alles Mögliche hier am Start. Richtig, richtig geil anzuschauen. Und der letzte Frost wird nicht gebraucht. Gladiatoren kommt gleich noch mit der Fähigkeit, denke ich mal, um die Zeit noch ein bisschen zu beschleunigen. Und genauso ist es. 3 Sterne für Inquisition und 3 Sterne braucht jetzt auch wieder Tribe. Rikiris ist drinnen mit einem Lalo-Angriff. Genau das, was wir von ihm gewohnt sind. Und zwar scheint es mit einem Skelly Donut. Richtig, nicht wahr? Denn er hat hier kein Giftzauber mit dabei. Was mir auf jeden Fall sagen würde, das wird mit einem Skelettzauber in der Nähe der Clanburg hier stattfinden. Aber was genau ist hier der Ansatz? Überlegt nochmal kurz. Papa Bahn.
Und damit direkt schon mal mit dem Flinger mit dazu. Der kann parallel schon mal arbeiten. Und jetzt kann er sich konzentrieren, darauf die Klamburg rauszubekommen. Mit Unsichtbarkeitszaubern und Gift. Unsichtbarkeitszaubern. Und hier Fledermauszauber, genauso wie der Skelettzauber auf der Klamburg. Perfekte platzierte Unsichtbarkeitszauber. Nehmen hier mir schon einiges raus. Und das heißt, jawohl, erster Inferno-Turm, zweiter Inferno-Turm, Bauhütte, nächste Bauhütte. Wow. Das heißt, er hat mit den Also, da wir Rikyuis schon kennen, können wir sich jetzt schon 3 Sterne callen, denn das war auf Rados 15 schon so. Und das war wesentlich schwerer als Rados 16 natürlich. Da sagt natürlich niemand irgendwas anderes. Ja gut, das war ganz nett bisher von dem, was er bekommen hat. Anders zu sagen, komplett geisteskrank, wie viel er hier an Verteidigung bereits rausbekommen hat. Klamburg, 2 Inferno-Türme und auch noch die beiden Bauhütten obendrauf. Einfach damit er eben nochmal den kompletten, das komplette Dorf hier abfarmen kann. König läuft Richtung Rathaus, Königin läuft hier in Richtung Streukatapult. Bockstark bisher das Ganze hier gemacht. Es werden Riesenbomben hier Riesenbomben ausgelöst. Tesla wird ausgelöst, sodass der Flinger auf jeden Fall am Leben bleibt. Königin mit der Fähigkeit. Wie viel kann er noch bekommen? Er hat eine Unsichtbarkeitsfähigkeit, aber die nutzt er nicht. König sollte das Rathaus bekommen hier oben. Währenddessen dann gleich der Lalo starten kann mit einem Lavahund und jede Menge Ballons. Oder der eine Ballon, wurde wahrscheinlich schon gesetzt, nicht wahr? Genau, okay. Da ist der Lavahund. Headhunter mit dabei, Wächterfähigkeit, um die Ballons zu beschützen, genauso wie auch den Lavahund an sich. Gut, Turm im Zentrum geht los, aber macht nicht mehr wirklich viel. Raketenballons kommen hinten raus, lösen den Giftturm aus, was natürlich jetzt massivst gut für ihn ist. Altzauber und Leute, ich sehe aktuell hier kein Dörfchen mehr. Die Königin, oder die Gladiatorin, wird hier nochmal ein bisschen Spaß haben. Kein unsichtbaren Fuchs bisher am Start, macht den König jetzt mal unsichtbar. Das hätte der Fuchs natürlich auch machen können. Aber Leute, hier ist am Ende keine Base mehr übrig. Und damit die nächsten 3 Sterne hier für Tribe Gaming. Was ein Match zwischen diesen beiden Teams. Bisher, soweit ich weiß, hat Tribe Gaming die leicht schnelleren Angriffe. Denn alle sich wundern, was passiert bei 15-15? Das Team, was schneller angreift, das gewinnt. Stefan ist drin, sind hier 3 Sterne drin für Inquisition allerdings. Es sind nochmal die Wurzelkriegerinnen am Start. Mit einem Queen Charge gegen dieses Dörfchen von Tribe Gaming. Wir haben hier wieder sehr, sehr, sehr viele Wuttürme, die hier um die Verteidigungen drumherum gestellt wurden. Der Minenwerfer hier unten direkt mit. Das überrascht mich. Den Minenwerfer hat einfach gesagt: Leute, den Minenwerfer, den nehme ich wie. Keine Ahnung, als wenn es mich nicht jucken würde, wie viel Schaden der macht. Dann schaue ich das mal an. Der Flinger hat jetzt schon über die Hälfte seiner Trefferpunkte verloren, mit nur einer Verteidigung, die er rausbekommen hat. Das ist für mich auch immer ein großes Fragezeichen, vor allem, weil die Königin am Ende ja das sowieso bekommen hätte. Nun ja, Mauerbrecher müssen gespielt werden und werden am Ende hier auch gespielt, um in die Base reinzukommen. Aber Frostzauber hinten raus, um die Königin am Leben zu halten. Jetzt hier nochmal ein weiterer Riese mit dazu. Und an sich, alles, was er bisher bekommen hat mit der Belastmaschine, sind 2 Minenwerfer gewesen. Also großes Fragezeichen von meiner Seite. Vielleicht habe ich irgendwas nicht ganz mitbekommen. Vielleicht kommt da noch irgendwas raus, was ihm jetzt hier extrem hilft. Aber es scheinen erstmal weitere Yetis zu sein. Oben kommen jetzt hier die Rider, die Root Rider oder die Wurzelkriegerin in das Dörfchen rein. Wutzauber mit dazu. Wächterfähigkeit ist auch genutzt, wo die Aderschüsse dazukommen. Königin nimmt hier noch einiges raus. Und der Wächter arbeitet sich oben außen mit darum herum. Königin arbeitet sich weiter durch. Tornadofalle ist am Start, um die Königin hier in den Gift reinzusortieren. Und da ist nochmal viel Schaden von der Kanone. Königin-Fähigkeit wird gleich heraufbeschworen. Dort ist immer der Frost da. Königin-Fähigkeit ist auch da. König außenrum. Aber kann der Monolith hinten raus vielleicht aufhalten? Wir haben jetzt hier noch die Root Rider. Gladiatorin wird nochmal unsichtbar gemacht, aber die verteidigende Gladiatorin ist auch da. Eine Minute sind es hier noch auf der Uhr. Monolith bekommt die gegnerische oder den gegnerischen Fuchs raus. Oh, Königin fällt auch. Oh mein Gott, ist das hier die erste Verteidigung? Der Wächter wird übernommen und das könnte die alles entscheidende Verteidigung sein hier für Tribe Gaming. Im letzten Angriff, in der letzten Verteidigung scheint es hier so, als wenn sie das absolute Wunder hier nach den ersten Angriffen hinbekommen und als wenn Inquisition am Ende auf 14 Sternen diesen Clan-Krieg, weil allgemein dieses Match beenden könnte, das Finale. Und für Tribe Gaming heißt es ab jetzt, das weitermachen, was sie bisher gemacht haben, um am Ende das Match hier zu gewinnen, um das Finale zu gewinnen und damit mit einer unfassbaren Performance natürlich sich am Ende durchzusetzen. Aber schaffen sie das? 88% und sie würden gewinnen. Kodos mit dem letzten Angriff des Matches. Werden es 15 Sterne und er hat hier Elektrodrachen herausgeholt.
Weil anscheinend dachte sich, Leute, wir brauchen die schnellen 3 Sterne. Sind Elektrodrachen am Ende hier gut genug für ihn, um erstmal überhaupt 3 Sterne zu bekommen? Und vor allem natürlich auch eben gerade haben wir das bereits gesehen, dass mit dem Flinger einige kleine Fehler mit eingebaut wurden, um am Ende noch schneller auf 3 Sterne zu kommen. Und am Ende hat es Inquisition die 3 Sterne an sich insgesamt gekostet. Aber wie sieht das jetzt hier gerade bei Kronos aus? Und Leute, schaut euch das hier oben an. Unfassbar, wie viel der jetzt schon rausbekommen hat hier mit seinen Elektrodrachen. Sehr, sehr stark. Und jetzt geht es an sich nur noch weiter nach vorne, denn der Giftzauber ist am Start hier. Elektrodrache schießt. Also, ein sehr weiter Schuss war das gerade. Aber die Kanone, glaube ich, fällt erstmal nicht. Elektrodrache hier Richtung Rathaus. Giftzauber werden früh platziert. Nicht alle sind wirklich drin. Gar keinen sind eigentlich drin. Aber der Frostzauber, der sitzt richtig gut. Boah, so häufig. Ich habe diesen Frostzauber schon so häufig daneben geschmissen. Und gefühlt Rathaus und Monolith verfehlt. Aber Rathaus fällt jetzt. Und wie bereits gesagt, 88%. Und es wäre bereits hier der Sieg für Tribe Gaming. Raketenballons kommen auch noch mit dazu. Und das sollten doch hier am Ende gut aussehende 3 Sterne sein. Richtig? Fragezeichen. Gladiatorin mit dazu. Super Lakaien oben mit dabei. Und damit sind es in der Tat für Tribe Gaming weitere 3 Sterne. 15 Sterne am Ende verdient gewonnen. Und ja, meine Freunde, für einige Teams da draußen ist das Spiel auf jeden Fall zu einfach. Aber wie bereits gesagt, das Halbfinalmatch davor waren am Ende ein 13:11. Also nicht jedes Match sieht so aus, denn ich weiß, dass es auf jeden Fall einige wieder so darstellen werden. Dennoch fand ich es auf jeden Fall, war es ein sehr, sehr unterhaltsames und sehr, sehr geiles Match. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall auch gefallen mit so vielen unterschiedlichen Strategien. Ich würde sagen, wir sehen uns natürlich morgen wieder zurück zum nächsten Clash-Video. Bis dann, ich wünsche euch was Wunderprächtiges. Haut rein und natürlich... Tschüss.